ist sehr wichtig. Wir haben 2007 mit unserem Gesicht und mit unserer Identität erklärt, wir haben Islam abgeschworen. Das sollte eine legale und legitime Sache sein. Wir haben sehr viele Morddrohungen bekommen von islamischen Organisationen, aber wir geben nicht auf. Weil wenn wir aufgeben, dann in Deutschland unsere Kinder sollen alle Kopftuch tragen. Wir sind geflüchtet aus dem Iran, aus Afghanistan, aus Irak, aus Sudan, allein deswegen, weil wir möchten gar keine Kopftuch tragen. Ja, Frauen auch. Ich vertrete hier mit meinem Namen, Mina Ahadi. Sehr viele Menschen kennen mich. Ich vertrete hier Millionen Frauen und Millionen Mädchen aus sogenannten islamischen Ländern. Wir sind Menschen, wir möchten gleich sein mit Männern, wir möchten selbst entscheiden über unser Leben, über unsere Sexualität, über unsere, ich weiß nicht, alles, was im Leben vorkommt. Und wir möchten nicht, keine Islamist, keine Salafist. Kein Mann mit Bart uns auf die Straße eingreift. Ich möchte gerne Medien in Düsseldorf auch berichten. Wenn die Medien nicht über unsere Aktivität schreiben und wenn die nur über Zentralrat der Muslime und Männer, die dort sind, immer wieder in verschiedenen Medien wird berichtet, das finden wir auch nicht in Ordnung. Ich möchte, dass unsere Zeitung schreibt, einige Frauen aus sogenannten islamischen Ländern waren sehr mutig. Sie waren auf die Straße gegen Koro Halal, gegen diese Scharia-Polizei. Und sie haben hier gesagt, wir möchten gar keine islamischen Gesetze, gar keine Scharia-Law. Und einige Islamisten haben diese Demonstration wollten schon auch durcheinander bringen. Ich möchte, dass die Medien darüber berichten. Wir sind so weit gekommen, dass die Menschen haben Angst, dass die Europäer, die Deutschen haben Angst, entweder auf rechte Ecke geschoben werden oder sie haben Angst vor ihrem eigenen Leben. Wir haben keine Angst. Mein Leben, 30 Jahre, ist mit Charme gegen Islamisten, also ich bin passiert. Unser Leben ist immer im Charme gegen islamische Bewegung. Wir Frauen aus dem Iran, aus dem Irak, aus Syrien, aus Afghanistan, aus Saudi-Arabien haben wir keine Angst von Islamisten. Also bitte, haben Sie keine Angst. Ja, wir haben hier geschrieben, kein Scharia-Law. Und auch, wir haben hier geschrieben, nein zu IS-Terrorismus. Wir haben hier geschrieben, Salafismus ist gleich so wie IS. Und IS ist Faschist und Salafismus ist auch eine faschistische Bewegung. Und die Salafisten können auch hier Demo organisieren und also eigene Meinung über uns reden. Das ist schon legitim. Aber die machen das nicht. Ab heute, wir bekommen noch einmal Morddrohungen und die deutsche Regierung und auch andere europäische Regierungen haben schon gesehen. Islamische radikale Bewegung versucht in Europa auch auf die Straße Menschen umbringen. Das ist eine wichtige Gefahr, auch in Deutschland. Wenn wir möchten nicht auf die Straße irgendeine Person, also von Salafisten oder von islamischen Organisationen umgebracht wird, dann sollen wir auf die Straße gehen. Wir müssen erklären, hier ist Europa und die Menschen sollten Recht haben, auf die Straße gehen, eigene Meinung vertreten, Frauen sollten schon Recht haben, ohne Kopftuch auf die Straße gehen und alles muss
müssen wir verteidigen. Gegenüber eine brutale, frauenfeindliche, menschenfeindliche Bewegung. Wir verteidigen hier die Universalität der Menschenrechte. Wir verteidigen hier Frauenrechte. Wir verteidigen hier sexuelle Selbstbestimmung. Wir kritisieren hier, wenn eine homosexuelle Person auf die Straße angegriffen wird. Das ist unmenschlich, das ist barbarisch und das dürfen wir nicht lassen in europäischen Ländern. Noch einmal hier, aber bevor ich anfange, sage ich ganz laut, das ist nicht nur meine Stimme, Stimme von Millionen von Frauen, Millionen von unschuldigen Menschen. Warum ich hier bin? Ich bin hier, ich bin laut, weil man uns das Leben klaut. Ich bin hier, ich bin laut, weil man uns die Freiheit klaut. Ich bin hier, ich bin laut, weil man uns das Leben klaut. Ich bin hier, ich bin laut, weil man uns die Freiheit klaut. Meine liebe Leute, ich kläre noch einmal, egal in welchem Namen, in welcher Farbe oder welche Klamotten, egal ob im Iran, Afghanistan, Irak, Syrien oder Türkei oder andere Länder, Islamisten von meinem Sicht sind gleich. Sie haben was gemeinsam und das ist Krieg. Krieg gegen Menschen. Das ist Blutgießerei. Das ist, was sie gemeinsam haben. Und meine Frage oder meine Bitte wäre an deutsche Publikum, dass sie auch endlich mal wach werden, damit wir nicht allein sein. Wir haben wir sind vor, die sollen auch uns begleiten und Solidarität zeigen. Danke, dass Sie uns bis jetzt zugehört haben. Wir sind immer noch da. Wo, wann, in welcher Stadt, da wo Polizeischarie und Pro-Halal sind, nächste Stadt, wo das ist, weiß ich nicht, aber wir sind wieder da. Wir werden bis letzte Moment dagegen kämpfen. Dankeschön. Yeah!
zurücksetzen. Das ist eine Demonstration für Menschenrechte und Frauenrechte. Iran, Iran, Gefängnis der Frauen! Iran, Iran, Gefängnis der Frauen! Millionen Menschen, egal ob sie Muslim sind oder andere Religion haben, und auch einige von denen haben gar keine Religion. Wir haben alle gehört von ISIS-Terrormiliz in Syrien. Gerade ist ein großer Kampf in Kobani. Und wenn die dort in Kobani zum Beispiel diese ISIS-Truppen auftauchen, Frauen verlieren alle. Und vergewaltigt. Das geht um diese Sache. Das ist eine Demonstration gegen IS-Terrormiliz. Und diejenigen, die in Deutschland IS verteidigen, die Salafisten, genauso wie wir haben hier geschrieben, Salafismus ist so wie IS. IS ist Faschismus, nein zu Faschismus. Das ist eine Demonstration. Oder Aktivitäten haben. Das ist eine sehr wichtige Aktivität. Wir brauchen eure Unterstützung. Und auch wie Sie gesehen haben, wir haben mit sehr viel Probleme in Deutschland. Wir haben sehr viel Probleme in Deutschland, aber machen wir weiter. Es lebe Freiheit und es lebe Gleichheit zwischen Frauen und Männern und No to Sharia überall. Wir brauchen keine Scharia-Law im Iran, Sudan und auch in Deutschland. Natürlich nicht mehr. Sie haben alle gesehen, heute wie war diese Demonstration. Wir werden auch berichten über diese Demonstration. Danke, dass Sie hier waren. Hurra! Angegriffen werden, anscheinend hier.